Willkommen bei Radio Dreifach. Mein Name ist Juan und ich sitze hier mit dem Stress. Er hat wohl die beeindruckendste Legacy, die ein Schweizer Rapper überhaupt kann haben. Kurz zu dir, du bist 1977 geboren in Estland. Damals hat es noch zur Sowjetunion gehört. Mit 12 bist du in die Schweiz gekommen und dann auch Schweizer geworden. Musik hast du schon gemacht, als ich noch nicht mal geboren war. Und seither hast du mehrere Multigold- und Platinum-Alben released. Vor kurzem ist dein neues Album rausgekommen, Saint-Comment. Wie geht's dir? Wir sind alle ein bisschen müde, weil wir spielen viel im Moment und es gibt viel Promo. So, du bist am Spielen, hast vielleicht einen Tag off, dann wieder irgendwo gehen und so. Du wirst am Arsch, aber ist cool. Heute Abend spielst du hier in der Schür. Wir befinden uns gerade hier im Backstage von genau dieser Schür. Ich bin schon oft hier innen gesessen, aber noch nie mit einem Multi-Platinum-Rapper. Das dürfen wir einfach nie vergessen an dieser Stelle. Seit dem letzten Album sind 5 Jahre vergangen. Was hat sich bei dir verändert seither? Ich wollte neue Dinge lernen, zum Beispiel zu produzieren auch. Und ich habe realisiert, dass mit dem letzten Album, ich habe gemacht, ich war nicht total zufrieden mit dem Sound. So, ich habe Zeit genommen für das und mit der Gabu, wir haben wirklich etwas entwickelt, die passt für uns. Und auch mit anderen Kollaboratoren wie Ozzy und Santo und Arma. Und es war, ich brauchte diese Zeit, um wie zu sagen, mich redefinieren. Ozzy ist ein riesiger Name, produziert auch für Drake, Travis Scott. Wie ist die Zusammenarbeit mit ihm zustande gekommen? Ich war eine Nacht draußen und ich bin durch Livin. Yeah. Und Livin ist ein Homie von Ozzy und er hat gesagt, ja, yes, du solltest mit Ozzy schaffen, aber es war schon ein paar Jahre vorher. Und dann wir haben uns geschrieben und er ist zu Hause gekommen, wir haben auf ein paar Songs zusammengearbeitet und ich muss sagen, er ist wirklich eine tolle Typ und sehr, sehr talentiert und was er bringt, seine eigene Sound, seine Vision, ist voll geil. Wenn man den Namen im Google eingibt, kommt ein ausführlicher Wikipedia-Artikel und unzählige Interviews von der letzten Zeit. Wie oft googlest du deinen eigenen Namen? Ich habe das nie gemacht. Noch nie? Ist peinlich? Keine Ahnung, warum sollte ich mich selber googlen, zu sehen, wie schwer. Ich habe an das eigentlich nicht gedacht. Warum googeln die Leute sich, um zu sehen, was läuft über sie? Was Medien schreiben, was? Aber du weißt, du machst den Media-Promo, du bist da. Ja, ich habe nicht das, ich finde das nicht mega interessant. Vielleicht ist das ja, wenn du junger Artist bist, machst du vielleicht mehr als du, wo schon in den Medien ist seit Jahren, oder? Ja, und ich glaube, in meiner Zeit, es war keine Medien, wo du könntest Dinge so checken, so ich habe nicht diesen Reflex eigentlich. Auf dem Album, auf dem neuen Saint-Comment, verarbeitest du sehr viel. Ein grosses Thema ist die Mental Health-Sache. Es gibt sogar ein Video von dir und deiner Therapeutin, wo ihr zusammen redet und du erklärst, wie die Musik und die Therapiestunde miteinander zu tun gegangen hat. Was sagst du jungen Leuten, die vielleicht mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben? Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Leute nehmen diese Probleme ernst nehmen. Weil wenn du bist jung und du hast, wie zu sagen, du hast viele Träume und es gibt viele Challenges und du musst Dinge aussortieren. Und ich muss sagen, es ist nicht immer leicht oder einfach. Und dafür, für mich, es hat wirklich mir geholfen, dass ich könnte mit jemandem, die ist neutral zu reden. Weil wir haben, jeder hat seine Vergangenheit und seine Scheiß, die ist passiert in seinem Leben. Und in mehreren Fällen, es ist mehr auch das, diese Probleme kommen von deiner Familie und deinem Umfeld und dafür sage ich, wenn du hast Probleme, es ist immer super, wenn du kannst jemanden neutral haben und du kannst diese Person kann dich etwas sagen, die ist wichtig für dich, weil zum Beispiel deine Freunde und deine Eltern und Familie, sie würden immer sagen, was wäre best für dich und sie, aber der Punkt ist, was ist wirklich der best für dich? Und ich glaube, heutzutage ist es sehr wichtig, dass wir brechen dieses Stigma und dass wir brechen dieses Stigma, wie zu sagen, zum ersten man denkt, dass die Leute, die haben Probleme, sie sind schwach oder sie haben faul oder sie wollen einfach nicht. Es ist ein echtes Problem in unserer Gesellschaft und wir haben diese Probleme früher nicht gehabt und ich glaube, diese Problem ist heute da, weil wir haben so viele neue, wie zu sagen, Möglichkeiten auch, wenn du schaust, wie man konsumiert, was man konsumiert.
es ist einfach anders als 10 Jahre früher und es ist sehr wichtig, dass wir bringen Licht zu diesem Problem. Was ich gelesen habe, ist, dass junge Männer extrem davon betroffen sind. In einem Interview hast du gesagt, es schreiben dir eigentlich vor allem nur Frauen über das Thema. Ich habe gelesen, dass eben Suizidrate bei Männern ist viel höher und Depressionrate ist höher. Und vor allem bei Kriminalität oder was immer bei Männern, die älter getrennt sind, Vater nicht da. Das kennst du. Was kannst du dazu sagen? Ich glaube, wir wohnen in einer Gesellschaft, wo es ist schwierig für die Männer im Moment, weil die Mann, er hat immer diesen Status von dieser Kraft oder stark, du musst da sein, du bist der Rock. Und in der gleichen Zeit erwartet, dass wir sind sensibel, wir verstehen alles. Und ich glaube, es ist wie eine, wie zu sagen, fast eine Psychokrisis, weil du weißt nicht, auf welche, wie sollst du dich benehmen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Man soll sich benehmen, wie man sich fühlt. Und meistens von Männern, sie sagen mir, ich gehe nie in Psychotherapie. Weil es gibt diesen Stolz und alle diese Erwartungen, die man hat. Und wie die anderen würden an dich schauen, wenn du sagst, ich war zu meiner Therapie. Und ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, wo als Frauen, es gibt eine Entwicklung, von wie die Frauen sich selber sehen. Und eine positive Entwicklung. Und ich glaube, viele Männer denken, wenn wir werden mehr sensibel und mehr achten auf, was wir fühlen eigentlich für real, das wäre vielleicht etwas schwach. Und ich glaube, das ist total falsch. Wir als die Frauen müssen auch entwickeln jetzt. Und es gibt diese Formula von 2000 Macho Man und She's my bitch. And es ist okay, du kannst das immer noch haben, wenn du willst. Aber der Punkt ist, dass wir als Gesellschaft, als Menschen, wir müssen entwickeln, weil wir haben neue Challenges und wir haben neue Regeln eigentlich. Wie Dinge funktionieren heutzutage. Du kannst nichts, etwas jemand zu schreiben, ohne die Möglichkeit, dass die ganze Welt weiß von das. Es war nicht so früher. So, es gibt so viele neue Dinge in unserem Leben und wir müssen es, wie zu sagen, einnehmen. Du bist erfolgreicher Rapper, lebst in einer Villa und hast ein Model als Freundin. Wie sehr ist es ein Fluch, wenn man alles hat? Ich glaube, der Punkt ist, dass wenn ich habe angefangen, Musik zu machen, ich hatte nichts zu verlieren, weil ich hatte nichts. Und 10 Jahre später bist du an einem Punkt, wo du hast etwas zu verlieren und dann verloren. Und dann, you have to adjust, du musst etwas neu balancieren. Und das ist nicht immer einfach. Und ich glaube, in meinem Fall, ich habe immer versucht, dass die Priorität bleibt, auf was ist wichtig. Und was ist wichtig, in meiner Meinung, sind Ideen, manche, was du fühlst. Alle die anderen Dinge, wie zu sagen, die sind cool und wie zu sagen, ein bisschen mehr oberflächlich. Es ist gut zu haben, aber wenn du weißt, es ist nicht so, so, so wichtig, es hilft dich. Und ich glaube, es ist sehr, sehr oft in unserer Gesellschaft, dass die Leute sagen uns, coole Jacke, coole Schuhe, pants not bad. Ja, du musst okay sein. Und das ist genau so. Die Leute denken, dass sie können die selber Wert kaufen durch Marken, durch was sie sehen, durch Posts. So, ich habe so viele Likes, so ich bin eine gute Person oder eine coole Person. Und das ist etwas, das wir alle mussten lernen. Am Anfang, es war etwas neu und wir alle dachten, ja, das ist super cool. Aber ich glaube, heutzutage, wir realisieren alles, das ist fick nur mit unserem Kopf auch. In Interviews bist du meistens ruhig, reflektiert, wirkst nachdenklich. Auf der Bühne sehen wir dich komplett am Abgehen. Wie bist du, wenn du ganz alleine bist? Ich versuche mich zu vergessen, wenn ich ganz allein bin. Aber ich glaube, weißt du, diese... Ich habe gelernt, dass ich muss mich auch benehmen. Und es bringt mich nichts, wenn ich finde nicht meinen Weg zu dir. Weil ich glaube, dass was ich habe zu sagen, ist wichtig. So,
ich versuche Dinge, wie zu sagen, machen, dass sie können mich verstehen. Wenn ich selber allein bin oder wenn ich nur mit meinen Freunden bin, es ist auch etwas anderes, weißt du. Und manchmal bin ich nicht. Manchmal gibt es zwei Leute in die Zimmer und ich bin einfach ruhig, weil ich will nicht sein. Und weil du musst nicht sein dann. Und ich glaube, es geht mehr um das, dass jede Person muss finden, wie zu sagen, was interessiert dich wirklich, was du willst sein, was du willst bringen. Weil der Rest ist nur Erwartige vom Anders, dass du denkst, dass du solltest machen und so weiter. So, für mich, ich habe diese verschiedenen Seiten in mich und ich versuche immer genug Platz für jeden geben. Machen wir einen kleinen Zwischenstrich. Wir reden jetzt mal über Rap. Wir haben vorher schon kurz darüber geredet. In der Schweiz gibt es momentan extrem viele Rap-Newcomer. Dein erstes Soloalbum ist 2003 rausgekommen. Als Teil von Double Packed hast du sogar 1996 schon ein Album rausgebracht. Mittlerweile eben, ich habe es schon etwa 5-mal gesagt, Multi-Platinum. Was gibst du den Newcomer für einen Tipp als Oldschool-Veteran? Also Oldschool jetzt nicht, aber einfach als Rap-Veteran. Ich glaube, diese Generation ist eine spezielle Generation. Und ich habe, wie zu sagen, ich liebe zu sehen, was passiert, weil es gibt so viel Kreativität. Und jede Generation hat seine, wie zu sagen, eigene Challenges. Und ich glaube, die Challenges von dieser Generation ist, okay, es gibt alle diese Möglichkeiten und die Nagel ist halb drin. Wie schlage ich diesen Nagel bis am... Weißt du? Und wie? Ich glaube, das ist wirklich Disziplin. Es ist diese Disziplin, dieser Fokus, diese Ding zu denken, dass das ist okay, das ist nicht schlecht, aber es gibt die ganze Weg bis oben. Und nicht einfach zufrieden sein, dass du bekommst Love von deinen Homies, Love von deiner Stadt. Die Welt ist groß, träumen sie so big wie möglich. Wie viel Prozent bist du zufrieden mit deinem neuen Album? 100. Wirklich? Ich habe 5 Jahre genommen, für diese Scheiße zu machen. Denkst du, dass ich bin nicht zufrieden damit? Wie lange bleibst du bei 100? Für das brauche ich ein paar Monate. Weil du musst die, wie zu sagen, die Album spielen und es muss ein bisschen leben. Und genau, jetzt bin ich zu nah zu der Album-Release zu sagen, ja, das ist nicht gut. Ich glaube, in 6 oder 8 Monaten habe ich einen anderen Blick auf die Album. Du hast vorher gesagt, eben Dream Big, Ziel, immer höher stecken. Was hast du noch für Ziel? Was kannst du in der Schweiz oder auf der Welt noch erreichen? Ich glaube, es ist mehr, dass ich will einen Platz für mich finden, wo ich fühle mich wohl. Und ich glaube, als Musiker, das war genau der Punkt, dass ich habe mich gefragt, wenn wir haben dieses Album angefangen, warum sollte ich eine neue Platte machen? Und es war nur, wenn wir haben angefangen, Songs zu schreiben, wie Petit Pensée, Terre Brûlée, dass ich habe realisiert, ich habe etwas zu geben zu den Leuten. Das ist meine Ehrlichkeit, mit was ich gehe durch. Aber diese 100% Ehrlichkeit, wenn du bist wirklich in Scheiß und du denkst über Selbstmord, was könnte wirklich die Leute helfen? Und ich glaube, ich habe diese Ehrlichkeit und ich habe die Kraft, es zu liefern. Oder wie zu sagen, die Möglichkeit. So, das ist, ich glaube, was ich habe zu geben. Und es ist nicht nur für Rap, es ist eigentlich für Schweizer Musik. Ich glaube, wir brauchen diese Real Talk. Die ist nicht über, wie cool wir sind, wie schweizerisch wir sind, aber wie menschlich wir sind. Stress, danke vielmals. Merci beaucoup. Merci.